Die Zeit verlangt Engagement und Bekenntnis. Nach meiner Überzeugung ist es so, oder nach meiner Einschätzung ist das, was wir im Moment erleben, schon gefährlicher ist für die liberale Demokratie als das, was ich in meiner Jugendzeit noch unter dem Begriff des Kalten Krieges erlebt habe. Ich glaube, dass die Bedrohung ernster ist. Man muss sich nur mal die Mosaiksteinchen, die wir in den letzten Tagen und Wochen sich zusammengebaut haben, angucken. Amnesty International hat vor ein paar Tagen einen Bericht rausgegeben, dass die Welt ein finsterer und unsicherer Ort gewesen ist. Die Türkei, aus der viele Leute hier mit uns zusammenleben, droht, man muss es halt so sagen, unter unseren Augen in eine Diktatur abzurutschen oder ist schon in eine Diktatur abgerutscht. Es gibt mehrere Staaten in Europa, in denen Medien und Justiz um ihre Unabhängigkeit kämpfen oder sie bereits verloren haben. Das Generationenprojekt Europa hängt, während wir hier zusammensitzen, am seidenen Faden. Wir haben eine Präsidentschaftswahl in Frankreich in wenigen Wochen. Und wenn Le Pen da gewählt wird, dann ist das Europa, für was wir hier stehen, wahrscheinlich am Ende. Wir haben einen Präsidenten in den USA, der hier heute auch schon mehrfach zitiert wurde, und das trifft mich natürlich als Person auch sehr stark, der eine Entscheidung des Rechtsstaats, in dem eines seiner Dekrete aufgehoben wurde, per Twitter herumgeschickt hat und gesagt, so-called Judges hätten ihm jetzt dazwischen gefunkt. Ich glaube, dass die liberale Demokratie, so wie wir sie kennen, ohne unser Bekenntnis und unser Engagement nicht überleben wird. Ihr kennt mich, die meisten von euch zumindest. Ich bin eher der analytische Typ, nicht so sehr der große Parteitags- und Debattenredner, der auf Emotionen abzielt, weswegen ich mir auch vorgenommen habe, heute eine sehr analytische Rede zu halten und nicht den Versuch zu machen, hier groß Emotionen zu wecken. Ich will auch nicht das Parteiprogramm herunterbeten, das kennt ihr alle wahrscheinlich genauso gut wie ich, sondern wichtig ist für euch vielleicht zu wissen, wie ich ticke, wie ich an Politik herangehe. Und da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, was ich zum ersten Mal für die Grünen Wahlkampf gemacht habe. Das war 2005, Landtagswahlkampf. Ich war damals Direktkandidat, unsere eigentliche Kandidatin, einige von euch werden sie noch kennen, aus Lübeck war Angelika Birk. Und es gab einen spannenden Termin bei Ärzten. Und Marit, du sitzt hier, du weißt, das ist für Grüne immer kein ganz leichtes Pflaster. Das war so ein Ärztekongress irgendwo in Lübeck, da wurde ich dann hingeschickt und musste halt erläutern, wie wir eigentlich wie wir so stehen zu den ganzen Strukturfragen. Und wir sind ja für die Bürgerversicherung bekannterweise. Und das ist ja auch in unserer Logik ein richtiger Ansatz. Aber die Ärzte, die interessierten sich nicht so sehr für solidarische Gesundheitsvorsorge, sondern denen ging es ganz handfest darum, zu sagen, was bleibt eigentlich am Ende meiner Tasche, wie kann ich das, was ich in Investitionen erwirtschaftet habe, finanzieren. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ja, natürlich, wir wollen die solidarische Gesundheitsvorsorge mit der Bürgerversicherung, aber es ist ja nicht unser Ziel, dass Ärzte weniger verdienen. Und das habe ich denen auch so gesagt. Ich habe denen gesagt, wir wollen die solidarische Gesundheitsversicherung, aber es ist nicht so, dass am Ende sozusagen, das heißt, alle sind nur noch Kassenpatienten und ihr habt weniger in der Tasche. Denn natürlich wird es dann Übergangsfristen geben und so weiter und es wird auch Möglichkeiten der Kompensation geben müssen, damit das Gesundheitssystem am Leben bleibt. Und da ist mir eins klar geworden, dass das, was wir hier sozusagen als Wertesystem immer auf Parteitagen haben, ganz häufig nicht mit dem Wertesystem übereinstimmt, was Leute haben draußen in der Gesellschaft, unsere Wählerinnen und Wähler, die wir ansprechen, die aber deswegen, weil sie das Wertesystem, weil sie ein anderes Wertesystem haben, uns durchaus wählen können, unseren Ideen gegenüber aufgeschlossen sind. Man muss sozusagen nur die Empathie mitbringen. Das ist für mich der Schlüsselbegriff, dass man guckt, welches Wertesystem haben die Menschen und wie kann man sie ansprechen, wenn es sozusagen mit dem Eigenwertesystem noch in Übereinstimmung zu bringen ist. Und das geht in der Gesundheitspolitik und es geht genauso auch in der Innen- und Rechtspolitik. Auch so ein beliebtes Thema, das ich auch kurz ansprechen will. Das ist, was uns ja im Moment auch Probleme macht. Wir stehen für Rechtsstaatlichkeit, wir stehen für Bürgerrecht. Es gibt auch keinen hier im Saal, der sagt, das ist falsch. Auch ich sage nicht, das ist falsch. Aber wir sehen, es gibt auch viele Menschen, denen ist das Sicherheitsbedürfnis wichtig. Die wollen einfach sicher leben. Die haben ein anderes Wertesystem. Für die steht Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht ganz oben. Für die steht Sicherheit ganz oben. Und ich glaube, dass wir die auch erreichen können, indem wir sagen, Leute, wenn ihr unser rechtsstaatliches Verständnis von Politik habt, dann wollen wir trotzdem in diesem Rahmen auch für größtmögliche Sicherheit sorgen. Wir wollen nicht, dass du unsicher lebst. Wir wollen, dass du sicher lebst.
Und das ist meine Art, Politik zu machen und meine Art, Politik zu verstehen, mit dem ich in Lübeck häufig erfolgreich bin und was ich gerne auch in die Bundespolitik mit einbringen will. Nun werdet ihr sagen, als Richter, wir haben ja jetzt schon im Prinzip zwei Innen- und Rechtspolitiker auf die Liste gewählt, mit Luise und Konstantin, brauchen wir da noch jemanden, der Innen- und Rechtspolitik macht? Ja, das ist ein Problem. Die Lösung ist, ich mache einfach keine Innen- und Rechtspolitik. Ich habe jetzt in den letzten Jahren in der Bürgerschaft in Lübeck mich sehr stark auch in die Themen Finanzpolitik, kommunaler Finanzausgleich und so weiter eingearbeitet, auch um die Wirtschafts- und Verkehrspolitik gekümmert. Es ist so, die in der Landtagsfraktion sind, wissen das. Ich habe auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur HSH Nordbank sehr stark gearbeitet, als ich im Landtag war. Und ich glaube an der Stelle, dass wir die Finanzpolitik diesmal in der Aufstellung klüger machen. Ich glaube, dass es richtig ist, die mit den starken Schultern stärker zu belasten, dass sie mehr ranbringen zum Steuersystem. Aber ich glaube auch, wir müssen sie nicht vom Kopf stoßen. Wir müssen ihnen sagen, dass es wichtig ist, welche Beiträge sie leisten. Und dass wir nicht in einer Wahlperiode 10 Reformen auf einmal machen wollen, sondern uns auf wesentliche Punkte beschränken. Mir persönlich ist die Unabhängigkeit wichtig. Das liegt auch an meinem Beruf als Richter und das wird auch meine Arbeit auszeichnen. Und die, die mit mir in der Landtagsfraktion zusammengearbeitet haben, wissen, Unabhängigkeit heißt für mich nicht, dass ich ständig aus der Reihe tanze und mache, was ich will. Aber ich plappere nicht einfach das nach, was andere mir vorerzählen, sondern versuche mir eine eigene Meinung zu bilden. Ich bin auch fleißig und werde engagiert im Einsatz für grüne Themen arbeiten. Und, das sage ich hier auch, das ist vielleicht für den einen oder anderen oder die andere interessant, ich hatte ja damals, als ich nach, wie ich fand, eigentlich einer sehr erfolgreichen Landtagsperiode nicht wieder aufgestellt wurde für den Landtag, da ging mir das persönlich schon nahe und damit hatte ich schon zu kämpfen. Das kann ich hier auch ganz offen sagen. Aber im Nachhinein war es gut für mich. Ich habe mich dadurch entwickelt. Ich habe mich entwickelt, indem ich wieder zurückgegangen bin in meinen Beruf als Richter. Und deswegen sage ich euch hier, ich stehe nur für eine Wahlperiode zur Verfügung. Ich möchte, wenn ich gewählt werde und mich, was ja nicht sehr wahrscheinlich ist, wenn wir ehrlich sind, ich aus irgendwelchen Gründen in den Bundestag gespült werde, weil wir ein super Ergebnis bekommen oder warum auch immer, dann werde ich nur für eine Wahlperiode zur Verfügung stehen und möchte anschließend wieder in meinen Beruf zurückkehren. Das ist mir wichtig, um meine Unabhängigkeit zu erhalten. Es hat noch nicht geklingelt. Es hat noch nicht geklingelt, das hatte ich eigentlich nicht erwartet bei der Vorbereitung. Deswegen sage ich noch ein Wort zu Lübeck. Ich weiß ja, dass es hier in diesem Kreis nicht sehr erfolgversprechend ist, dafür zu werben, dass auch jemand aus Lübeck auf eine Liste muss. Das kommt meistens nicht so gut. Ich sage es aber trotzdem. Wir haben uns bei den letzten Wahlen seit 2009 bei allen Wahlkämpfen, die wir hatten, immer untergehakt als Kreisverband, auch wenn wir nur so beschränkte Möglichkeiten hatten, obwohl wir nie zumindest eine Außenseiterchance hatten, dass einer von uns es auch schaffen würde, in irgendein Parlament zu kommen, Landtag, Bundestag, Europaparlament. Wir werden das auch diesmal tun, unabhängig davon, ob ihr mich jetzt hier aufstellt oder nicht. Aber ich kann euch auch sagen, die Leute auf der Straße in Lübeck, die interessiert das schon ein bisschen. Also die sagen schon ab und zu mal, warum ist da eigentlich nie mal jemand von euch dabei? Und dem würde ich gerne erzählen, diesmal ist jemand von uns dabei. Vielen Dank.